So, Freunde, wir sind jetzt hier bei Coldside. Ist auch ein Game, was mir empfohlen wurde auf Steam. Kostet nicht ganz so viel Kohle. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau bezahlt habe. War aber sehr nice auf jeden Fall. Level 1 Rainy Night. Müssen wir mal gucken, wie wir ja weiterkommen. Was können wir interagieren? Wir haben hier einmal unseren Computer, der uns am Anfang gleich angezeigt wird. So, da können wir Close machen. Aber wir können hier in diesem Raum, glaube ich, gar nicht so viel machen. Ah, hier haben wir irgendwas flüssig. Oh, da draußen steht da irgendwer, oder? Habt ihr das gesehen? Irgendwer war da, ist da am Fenster. So, wir können aber. Ich glaube, mehr kann man hier auch schon gar nicht mehr machen im Raum. Außer jetzt die Tür zu verlassen. Okay. Rainy Night, also es ist regnerische Nacht. So, wir sind jetzt irgendwer. Ich habe keine Ahnung, wer wir überhaupt sind, weil es gibt ja auch kein Intro, keine Erklärung, kein gar nichts. Where's Oliver? Also wo ist Oliver? Wir suchen Oliver. So. Wir fangen natürlich an, erstmal alles zu durchsuchen. Ganz klassisch. Hier geht es nicht weiter. Hier ist zu. Hier müssen wir uns ducken. Hier steht so eine kleine Palette rum. Aber auch hier gibt es nichts zum Einsammeln. So, Steve, we are told not to fix pipes und bla bla bla. Okay. So, I need something to. Okay, wir müssen jetzt hier mal die Tür öffnen und müssen irgendwas suchen, um das Schloss zu öffnen. Dann machen wir das doch mal. So, gehen wir mal zurück. Ach, jetzt zeigt er uns was an. Das ist ja nett. So. Es sieht aber nicht so aus wie so ein Brecheisen, was ich mir eher gedacht habe. Sondern das ist irgendein Stück Schrott. Warum er das vorher nicht aufgenommen hat. Okay. Also immer, wenn wir was brauchen, wird es uns angezeigt. So, die Tür ist auf jeden Fall auf. Oh, wir haben sogar eine Taschenlampe. Das ist sehr gut. Ich hoffe, eine, die auch lange hält. Wie gesagt, es gibt keinen Vorspann, es gibt keine Geschichte. Ich kann mir unter dem Game noch gar nicht so richtig viel vorstellen, aber das macht es ja so reizbar. So, wir können jetzt hier auf jeden Fall uns hier ein bisschen durchmogeln. Super. Hier ist auch nichts, was wir irgendwie einsammeln können. Hier müssen wir wahrscheinlich wieder einen Kopf einziehen. Vermute ich mal. Ja. So. Ach, die Tür ist auch verschlossen. Nee, will nicht öffnen. Okay. Oder ich kann sie nicht öffnen, je nachdem. Ja. Das heißt, wir müssen entweder einen anderen Weg finden. Oder wir müssen wieder irgendwas finden, wo wir die Tür mit aufhebeln können. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, das sieht mehr nach Reinigungsmaterial aus. Da will er nicht zurück. Das heißt, die Lösung muss hier irgendwo sein. Ich dachte schon, das wäre eine Leiter. Das ist aber keine Leiter. Wir können hier auch nicht hochklettern. Ist ja merkwürdig. Ah, hier ist ein Ausgang. Ah, okay. Wir können das, den Lüftungsschacht benutzen. Sieht so aus. Ach, die Lampe ist schon gut. Ich wollte gerade sagen, wie sieht es denn ohne Lampe aus? Ja, da sieht man gar nichts. Jetzt kann man natürlich rechts und links einen langen Gang gehen. So, hier sieht es ja so aus. Doch, oh, hier ist wohl alles zu. Gehen wir mal hier weiter. Ich kann natürlich auch sein. Ich
dass wir die Gitter nochmal aufbrechen müssen. Ich glaube, der Weg war schon richtig. Ja, sehr düster hier alles. Eine kribbelige Atmosphäre, sage ich euch. Ja, Gruß an den Level-Designer, der diese lange Tunnel gebaut hat. Die sind ja immer noch länger und länger und länger und länger. Das ist natürlich auch eine Idee. Ey, was machen wir denn? Ja, wir bauen ein langes Spiel. Ja, wir können das verlängern, indem wir so kilometerweite Tunnel bauen, wo jemand durchkrabbeln muss. Naja. Geschickt, geschickt, würde ich sagen. Ah, wir sind am Ziel. Ich dachte, wir krabbeln jetzt nur noch durch die Tunnel. So, hier ist natürlich nichts, wo er mit interagieren kann oder auch möchte. Oh, eine Katze. Da hat sich so angehört. Aber ich sehe keine. Oder? Warte mal, hier ist eine Tür, aber hier geht es auch lang. Erstmal hier durch. Okay, hier ist ein... Können wir was nehmen? Wir haben ein Geheimnis gefunden. Oh. Das war schön. Ansonsten ist hier nichts, was uns interessiert. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück und nehmen den anderen Gang. Ich wollte das Ganze erst als Walkthrough aufnehmen, aber dann habe ich mir gedacht, wahrscheinlich kommt ein bisschen zu langweilig irgendwie, wenn hier gar keiner quatscht. So, da haben wir eine Kiste aufgemacht. Aber was war da jetzt drin? Gar nichts, ne? Wird die einfach nur geöffnet? Oh, da steht jemand. Jetzt steht er da nicht mehr. Ist ein Ding. Jetzt ist hier. Hier unser Ursprungsraum, wo wir hergekommen sind. Gibt es aber auch nichts, was wir doch nochmal irgendwie machen könnten, weil bei dem... Als wir angefangen haben, war es ja so, dass wir nach vorne gegangen sind, mussten dann wieder zurück was einsammeln. Nö. Vielleicht ist jetzt ja die andere Tür auf, das kann auch sein. War doch noch eine Tür, oder? Ne, hier war das Secret, was wir hatten. Da war gar keine Tür. Ne. Hier ist nichts weiter. Okay. Dann vermute ich mal, muss es ja woanders was geben. Hier können wir unter durchkrabbeln. Okay. Das ist auf jeden Fall ganz was Neues. Schön gleich die Ratte gesehen hier. Hurra. Wie wunderbar. Oh, die fällt gleich aus der Angel, die Tür. The door is locked again. Okay, die ist verschlossen. Da geht's nicht weiter. Okay, dann brauchen wir wahrscheinlich eine Karte oder so. So, wir machen nochmal Licht aus. Zack. Licht an. Sehr schön. Gibt es auch nicht zu interagieren. Wir nehmen erstmal die Leiter. Ich hoffe, wir kommen aus diesem Keller raus. Das ist auch sehr unangenehm hier irgendwie. Aber so gehört sich das auch für einen klassischen Horror-Game. So, hier können wir auch nicht interagieren, aber die Kabel haben auf jeden Fall einen Kurzschluss. Das heißt, die müssen wir wahrscheinlich sogar nochmal... fixen. Ah, wir haben die Karte. Das heißt, wir können wieder zurück. Geht's ja nicht weiter. Bin ich ja mal gespannt. Das heißt, hier müssten wir die Treppe wieder runter. Ich sage mal Treppe. Das ist mir schon 10.000 Mal passiert. Es ist eine Leiter. Keine Treppe, eine Leiter. Jawohl. So. Oh.
Da ist eben wer lang gegangen. Unangenehm auf jeden Fall. Aber wir sind unerschrocken. In der Hoffnung, dass wir hier wirklich rauskommen. So, hier muss man wirklich in jede Ecke gucken. Da ist nichts. Da ist ein eingefallener Tunnel. Boah, das riecht unangenehm, sagt er. Das war wie Öl oder so, ne? Was da von der Decke getropft ist. Und jetzt geht's hier weiter. Ah, wir haben eine Gasmaske bekommen. Da liegt eine rum. Ich weiß gar nicht, ob wir sowas wie ein Inventar haben. Müssen wir mal gucken. Ja, scheinbar nicht zu haben. Ich glaube, er nimmt die... Er stand auch, dass er die automatisch aufsetzt. Warte, wir gucken nochmal in die Steuerung. Show Controls. So, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Benutzen. So, Jump Space Run. Okay. Ja, es gibt auf jeden Fall keine... kein Inventar. Okay, dann gehen wir hier mal zurück. Die Maske hat er dann wirklich automatisch aufgesetzt. Das ist halt nur die Frage, wo es jetzt weitergeht. Stürzt hier die Decke ein. Von da sind wir gekommen. Ich würde sagen, dann können wir hier wieder zurückkrabbeln. Das macht er aber nicht. So. Wenn er da nicht zurückkrabbelt, heißt das, es geht nur hier weiter. Das heißt, wir gucken hier nochmal nach oben, gehen nochmal hoch, nehmen nochmal die Leiter. Diesmal sage ich nicht Treppe, sondern Leiter. Ja, ein Pluspunkt für mich. Ich lerne dazu. Aber hier oben hat sich nichts weiter getan. Doch, wir öffnen hier nochmal die Tür und gehen hier durch. Ah, okay, er hat die Maske aufgesetzt. Das ist gut. Alter, das ist echt übel hier. Die Atmosphäre, ey. Jetzt hat die Maske wieder abgesetzt. Okay, da ist kein Strom. Das heißt, wir müssen irgendwie die Energieversorgung wiederherstellen. Auch ein Klassiker in solchen Spielen. Wie komme ich da hin? Das Schloss muss wahrscheinlich auch irgendwie aufgebrochen werden. Alter, ein altes Telefon. Ich vermute mal, dass wir uns in so einem Art alten Bunkersystem befinden. So eine Art hier Lost Places. Ah. Das sieht doch schon mal nach einer Stromversorgung aus, nach Elektronik und Schalterkästen. Okay, da fehlen zwei Sicherungen, sagt er. Okay, also, wir sollen die zwei Sicherungen einsetzen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das heißt, die müssen wir auch irgendwo erstmal finden. Hier scheinen die nicht zu sein. Das heißt, wir gehen hier erstmal wieder raus. Und suchen hier erstmal die Sicherung. Oh. Da steht wer. Sieht ein bisschen versteinert aus, der gute Mann. Können wir die hier irgendwo rausnehmen, die Sicherung? Nee.
wäre jetzt so meine Option gewesen, dass ich gedacht hätte, man kann die sich irgendwo rausklauen hier. Hallo, wer sind Sie denn? Er denkt bestimmt, der ist ein Darkroom, der hat sich hier ein bisschen verlaufen. Hier scheint es keine Sicherung zu geben, irgendwie. Hier kann ich auch nichts machen. Dass wir gehen hier mal raus und schauen, ob wir irgendwo hier Sicherung finden. Würde ich sagen, gehen wir mal hier lang, weil das sieht so aus, als wenn hier so eine Art Lager wäre. Und ich würde es ja sinnvoll finden, wenn man da dann Sicherung hinterlegt. Wenn ich jetzt aber schaue. So, da ist ein Schlauch. Hier stehen zwei Fässer. Und wir können da rüberspringen. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich glaube, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Und da werden auch irgendwo die zwei Sicherungen sein. So. Das war Secret, was wir gefunden haben. Schade, ich dachte, das wäre schon die Sicherung. Hier ist ein Computer. Ah, wir haben zwei Sicherungen eingesammelt. Ist ja super. Das heißt, wir können hier wieder zurück. Oh, alter Schwede, was war das denn? Oh. Mann, 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 ey. Haben die einen an der Mütze oder was? Ich habe ja jetzt hier mit allem gerechnet, aber doch nicht, dass da dieses Telefon klingelt, ey. Mann, 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 ey. So, da war eben auch einer. Ja, ich möchte mag gar nicht hingucken. Aber wir setzen jetzt die zwei Sicherungen ein. Jawohl, jetzt müsste die eine Tür, die zu war, müsste jetzt wieder aufgehen. Alter, klingelt das Telefon ja voll laut, ey. Ist sie wieder rausgesprungen, oder was? Nö, Strom ist an. So, hier können wir jetzt schalten. Ah, alles klar, die müssen jetzt zusammensetzen. Würde ich sagen, so. Nummer 2 ist gerade. Ja, und den setzen wir jetzt so rum. Jawohl. Irgendwas ist ja wirklich Unheimliches unterwegs, was auch gar nicht möchte. Wir hier eigentlich den Strom so aktivieren. Das heißt, wir gucken mal, die Tür müsste jetzt auf sein. Ob wir die überhaupt finden. So, das geht nicht auf. Ich glaube, die war das hier, ne? Aber komisch, die hat immer noch keinen Strom. Storage Room, Lagerraum ist das. Warum hat die noch keinen Strom? Oder geht's jetzt hier lang? Exit. Ist ja merkwürdig. Muss ja die Lösung hier irgendwo noch sein. Ich glaube nicht hier im Lagerraum. Warte mal, wir können ja mal... Gehen jetzt hier nochmal lang. Sein, dass ich da auch was übersehen habe. Auf jeden Fall ist da jetzt das Licht an. An die Tür kommen wir nicht ran.
Nee. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Wir gucken nochmal in dem Raum, wo wir den Strom anstellen sollten. Zack. Jawohl, sportlich, sportlich. Hier in der Ecke irgendwas versteckt. Kommt ja auch ganz oft vor. Können wir nichts einstellen. Die Tür war zu, dann gehen wir nochmal ein Stück weiter um... Ah, okay. Nimmt da natürlich die Maske immer ab. Ich glaube, hier sind wir sogar richtig. Ah ne, die Maske hat er aufgesetzt, nicht abgenommen. Wir müssen mal schauen, wie weit wir zurückkommen. Okay, hier können wir nichts reparieren. Das hat mich aber vorhin schon gewundert. Wir können jetzt hier runter. Ja, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Genau, wir gehen nochmal an den Anfang zurück und sehen mal, wie weit wir kommen. Weil manchmal ist es ja so, dass man dann doch nochmal zurück muss. Zeigt da auch nichts an. Ich weiß nämlich auch nicht, ob hier irgendwo eine Tür war, die wir nicht öffnen konnten, die jetzt vielleicht auf ist. Vielleicht mussten wir so weit sogar zurück. Aber er lässt uns ja an einer Stelle, an einer bestimmten Stelle auch wirklich nicht weiter. So, hier gibt es auch nichts zum Einstellen. Das heißt, wenn er uns hier nicht weiterlässt, dann ist es auf jeden Fall oben. Gibt es dann die Lösung? Ja, das war ja der Raum, der auch zu war. Und weiter sehe ich ja auch keine Interaktionsmöglichkeiten. Das heißt, hier unten ist alles abgeschlossen. Wir gehen jetzt hoch. Dann gehen wir nochmal in den Raum, wo der Strom quasi angeschaltet wurde. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Schalterraum. Einen Schalterschrank, den ich umlegen muss, um Energie wiederherzustellen. Das habe ich nämlich auch noch im Hinterkopf. So. Sehr gut. Maske auf. Boah, das schimmert so. Das war echt sehr geil aus. So von dem Licht her, von den Farben. Genau. Es geht ja um die Tür und die müssen wir wahrscheinlich wirklich aktivieren. Ich habe einen Schaltschrank, ich habe zwei Sicherungen eingesetzt. Ich habe die Verdrahtung von dem Schaltschrank wiederhergestellt. Und ich vermute mal, da er hier auch nichts mehr anzeigt, wie wir da durchkommen, dass ich da noch was im Lagerraum finde, um da das Schloss zu öffnen. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich weiter im, irgendwo hier noch im Schaltkasten irgendwas machen. Hier ist nichts, was wir machen können. Hier ist auch nichts. So, ach, da ist der Typ wieder. Oh Gott. Schreckt mich jedes Mal. Ah, hier haben wir noch einen Hebel, den wir anschalten müssen. Hier ist auch noch einer. So, das hatte ich letztes Mal auch gar nicht gesehen. Hier hätten wir die Verdrahtung gemacht. Hier können wir nichts mehr schalten. Hier ist soweit auch alles in Ordnung. Ich kann hier nochmal reingucken. Ob hier noch irgendwas anzeigt. Hier, Strom ist weiter an. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Okay, super. Dann müsste jetzt eigentlich die Tür auf sein. Oder besser gesagt, Strom an sein. Können wir da bestimmt rein. Ich vermute mal, dass wir in diesen Lagerraum rein müssen.
Und wenn wir im Lagerraum sind, kriegen wir, wie gesagt, ein Brecheisen oder irgendwas so in diese Richtung. Ah, ich blöd, Mann, ich hab mich doch verlaufen. Das. Naja, verzeiht mir, verzeiht mir. Das passiert halt. Na, check. Und rüber, sehr gut. So, da sind die Schalterräume, wir müssen aber hier lang. Genau, und da muss jetzt die eine Tür, die nicht geöffnet war. So, dahinter sieht man auch, der Fahrstuhl ist jetzt aktiv. Dieses Schloss müssen wir lösen. Oder besser gesagt öffnen. So, und die Tür ist jetzt auf. Sehr gut. Genau. Da vermute ich mal, da bekommen wir jetzt irgendeine Art Zange oder... Anders können wir es nicht vorstellen. Dass wir das Schloss aufmachen können. Oh, sehr versteckt hier hinten in der Ecke. Und gut, dass wir eine Taschenlampe haben. Was hört er sich nach dem Hund an oder so? Unangenehm. Auch wieder Putzraum. Putzzeug. Hier sind zwei Lampen, die wir nicht aktivieren können. Da oben ist ein Schalter, den wir nichts machen können. Ah, alles klar. Ja, das ist sehr handlich. Okay. Das heißt, hier können wir dann das Schloss aufmachen. Dann mit dem Fahrstuhl abhauen. Bin mich mal gespannt, wie es in der nächsten Etage weitergeht. Naja, ist eben ein bisschen hängen geblieben. Ich wollte das Ganze erst als Walkthrough aufnehmen, aber ich muss sagen, ich glaube, das wäre dann zu langweilig geworden, weil hier überhaupt gar nicht geredet wird in dem Game. So, müssen wir... Hier sind wir richtig, genau, und gleich killen wir das Schloss erstmal. Jawohl. Ja, zwei, drei Schläge gebraucht. Die Axt behalten wir wahrscheinlich erstmal. Okay, das sind die Lichter. Ich dachte schon, wir können da oben gucken. Ah, das haben wir schon fast gedacht. Auch wieder ein Klassiker. Strom herstellen, Klassiker. Fahrstuhl bleibt stecken, Klassiker. Okay, was soll man da auch groß neu noch erfinden? Also, das ist ja auch gar nicht so einfach. So, dann gehen wir auch hier gleich mal lang. Wird schon Sinn haben. Die Schritte sind irgendwie komisch synchronisiert. Das hört sich immer an, als wenn einer hinter mir läuft und nicht, dass ich das selber bin. Okay, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wir befinden uns auf jeden Fall hier, glaube ich, an der richtigen Stelle. Müssen wir mal gucken. Ah, hier geht's rein. So, is he dead? Well, okay, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel gefunden.
schon mal gut. Das heißt, es war auch richtig, dass ich zur anderen Seite gar nicht weitergegangen bin, sondern gleich hier reingelaufen bin. Ja, da war eben irgendwas Unangenehmes wieder. Oh! Oh, das hat er Gott sei Dank automatisch gemacht. Eieiei, ey. Ich wollte nämlich gerade zuschlagen. Was zur Hölle ist das, ja? Das frage ich mich auch. Das sind 1000 Füßler oder so. Genau, und hier sind wir ja letztes Mal nicht lang gegangen. Ist der Fahrstuhl stecken geblieben? Okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Das scheint irgendwie nicht zu sein. Ja, machen wir die Kabel noch mehr kaputt. Das wäre richtig übel. So, wir sind ja rausgekommen hier aus dem Fahrstuhl, der stecken geblieben ist. Dann sind wir ja gleich rechts rein. Hier haben die Sperre aufgelöst. Hier sind wir ja gar nicht gewesen. Das heißt, wir durchsuchen die Ecke ja trotzdem nochmal. Falls es doch noch die Möglichkeit gibt. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Ich sehe auch keine Möglichkeit zu interagieren. Das heißt, hier brauchen wir den Schlüssel, den wir eingesammelt haben, auf jeden Fall nicht. Alter, das blendet dermaßen. Das ist ja richtig übel. So, das heißt, es muss doch hier weitergehen. Ah, hier hinten geht's weiter. Super. Schlüssel schon mal wieder eingesetzt. Passwort. Okay, das kann ja nicht so schwer sein. Das heißt, muss ja irgendwo... Müssen ja Unterlagen liegen. Okay, wir haben eine Zugangskarte haben wir bekommen. Da wir aber kein Inventar haben, kann ich das Ganze auch nicht angucken. Computer sagt da auch, also ich kann auch nicht mehr interagieren mit dem Computer. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir die einsetzen müssen. Haben wir hier, was ist denn hier eigentlich noch? Ah, das ist nur der Feuerlöscher. Und zwar auf der anderen Seite unseres Fahrstuhls war irgendwie noch eine Tür, war ich der Meinung. Gehen wir hier zurück. Genau. No. Ist der Fahrstuhl so. Und auf der anderen Seite gab es hier irgendwie noch eine Karte für 3. Jawohl. Art Sicherheitsschleuse. Okay, prima. Oh, die geht auch wieder zu. Naja, es soll uns nicht stören. Hm.
Das heißt, der Wasserspiegel steigt. Ja, ich glaube, das war's. Oh, wo wacht er denn da auf? Level 2, Different Dimension. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da, Kommentare nicht vergessen. Wir versuchen dann das Game komplett durchzuspielen. Level 2 wird bestimmt auch mega interessant. Level 1 haben wir jetzt geschafft. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.